Herzlich willkommen zur dritten Episode des Mountainbike-Podcasts von mtbnews.de. Pokal oder Spital ist wieder angesagt. Wir sind nach 2 Wochen jetzt auch wieder da. Und bevor wir einsteigen, würde ich gerne den Jingle hören. Markus, Jingle ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der mtbnews-Podcast mit Markus, Hannes und zufrieden? Ja, super, hat super geklappt. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zur dritten Episode vom Mountainbike-Podcast von mtbnews.de, Pokal oder Spital. Und in Berlin begrüße ich traditionell Markus. Ja, hallo ihr beiden. Geht's euch gut? Mir geht's super. Und ich reiche die Frage weiter an unseren Kollegen in Wiesbaden, Moritz. Ja, hallo, mir geht's auch super. Markus, geht's dir auch gut? Ja, mir geht's auch gut. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, es ist alles super. Ja, und ich beschließe unsere Dreierrunde. Hannes, Grüße aus Lemgo. Und hier scheint wunderbar die Sonne. Wie ist das Wetter bei euch, Jungs? Es ist viel zu schön, eigentlich viel zu schön, um hier drin zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, ich wäre lieber draußen auf dem Fahrrad. Aber es geht nicht immer alles, was man so will, ne? Ja, aber Moritz geht gleich Fahrradfahren, habe ich gehört. Ja, ich gehe gleich Fahrradfahren. Die Sonne lacht. Ich war letzte Woche in Italien, in der Toskana. Da hat es nur geschüttet. Und jetzt hier zu Hause strahlender Sonnenschein. Die Papageien fliegen tief und deswegen werde ich gleich noch eine Runde Radfahren gehen. Freue ich mich schon drauf. Gut, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Machen wir die Biere auf, wenn ihr noch nicht die Biere aufgemacht habt. Und erzählt doch mal, was ihr jetzt zu euch nehmt. Achtung. Ui. Habt ihr das gehört? Mhm. Das ja, muss so ein Bier mit Allgäuer Büble Edelbräu gewesen sein. Genau. Und ich habe irgendwann mal gelernt, dass man einen Plopfverschluss immer mit beiden Händen aufmachen muss. Also ja, sozusagen wird, ne? Synchron, damit es damit's lauter ploppt. Bekomm du mal Kinder. Dann ist das ein bisschen laut. Dann ist es einfach sehr laut, wenn man sich so ein Bier aufmacht im Wohnzimmer, meine ich. Ach so. Ich dachte, wenn man Kinder bekommt. Ja. Markus, was gibt's bei dir? Bei mir gibt's heute nur ein 0,33er, weil ich noch zu tun habe. Oh. Aber es ist mal was ganz anderes. Ein sogenanntes Barrel-Aged Bock mit dem Namen Bourbon Barrel Bock aus Baden von der Braumanufaktur Welde. Das habe ich noch nie getrunken, das Zeug, und ich weiß nicht, was mich erwartet, und bin aber sehr gespannt. Ja, so geht's mir auch. Schöne Alliteration. Stimmt. BBB. Mhm. Ja. Bei mir gibt's ein ACB, ein Allersheimer Craft Beer aus Holzminden. Das ist gar nicht so weit weg hier in Niedersachsen. Und da bin ich auch sehr gespannt. Es soll in der Nase Zitrus, Limette, Holunderblüte, Litschi und Aprikosenaromen haben. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, Prost. Ja. Prost. Prost. Gut. Ah, hier auch. Sehr gut. Moritz. Wer war das denn jetzt? Moritz ist wie der betrunkene Onkel auf den Partys. Ja, wie ist es? Weißt du, also, wie sich da wieder beschwert wird? Direkt unter Podcast. Ja, was für ein Pöbel-Podcast. Ja, wir haben ja so wenige Hasspostings. Ja, abgesehen davon müssen wir tatsächlich anregen. Liebe Leute, wir haben tatsächlich weniger Hasspostings in den letzten Tagen und Wochen bekommen. Und das rechnen wir euch hoch an. Müssen aber zugeben, dass wir auch nicht alle Beiträge gelesen haben, was die Kommentare angeht. Naja, fast alle. Ja, aber wir haben einiges es trotzdem war zu ganz berichten. Schön viel zu lesen in der letzten Zeit, oder? Mhm. Ja. Ja. Und das lag woran, Moritz? Das lag vor allem am schlechten Wetter, glaube ich. Da gehen die Leute nicht Fahrrad fahren, sondern sitzen die ganze Zeit am Arbeitsplatz und wenn der Chef nicht schaut, surfen sie natürlich auf MTB News und schreiben Kommentare. Und zu welchen Themen, worauf ich eigentlich, ich wollte auf unser erstes Themenfeld hinleiten. Das erste Themenfeld lautet die MTB News User Awards. Way. Ja, was gibt's darüber zu sagen? Markus, erklär doch mal.
Einmal im Jahr gibt es bei uns die MTB News User Awards. Und da sind alle unsere Leser und Leserinnen aufgerufen, abzustimmen über die Gewinner in verschiedenen Kategorien, 23 an der Zahl. Beispielhaft wären mal zu nennen, zum Beispiel das beste Trail All Mountainbike des Jahres oder die nachhaltigste Firma oder der Mountainbiker oder die Mountainbikerin des Jahres und so weiter und so fort. In diesem Jahr haben sich, glaube, über 12.000 Leute daran beteiligt, haben ihre Stimmen abgegeben und ja, es ergab sich dann mal so ein ganz interessantes Bild, ein Überblick, ja, was ist gerade so los, was ist angesagt, was ist nicht so angesagt, was bewegt die Leute und ja, vielleicht steigen wir da einfach mal ein und nehmen uns mal das eine oder andere aus diesen Kategorien vor und reden einfach mal ein bisschen drüber. Das ist doch eine super Idee. Wer hat denn so gewonnen? Also gewonnen hat bei unserer allerersten Kategorie, und das ist auch tatsächlich die Kategorie, die am meisten bisher aufgerufen wurde, der neue Addix Compound, also die neue Gummimischung von Schwalbe namens Addix. Das ist innovatives Produkt geworden. Innovatives Produkt. Innovatives Produkt. Genau. Und ja, auf Platz 2 ist das HB160 von Hope. Das ist ein in England hergestelltes Carbon-Bike, der eigentlich aus dem Aluminiumverarbeitungsbereich bekannten Firma Hope ein gebautes Carbon-Bike. Ist auf Platz 2 gekommen und Platz 3 ist besetzt worden von der TrailSync-Technologie von der Schweizer Firma BMC. Und ja, was haltet ihr davon? Was halten wir davon? Ich finde die Kategorie innovativstes Produkt eigentlich immer so mit am spannendsten, weil man wirklich sehen kann, was für Produkte sind im letzten Jahr erst rausgekommen und wie haben die sich geschlagen. Die Addix-Gummimischung von Schwalbe auf Platz 1, würde ich sagen, verdienter Erfolg. Es ist, Schwalbe hat da echt ordentlich Gas gegeben und viel überarbeitet. Meiner Meinung nach funktionieren die Produkte auch sehr gut. Platz 2, das Hope, ist natürlich ein mega schickes Gerät, das HB160, extrem aufwendig produziert in England, Carbon und Fräskunst vom Allerfeinsten, wurde jetzt auch vor kurzem ordentlich im Preis gesenkt, denke ich mal auch eine sehr verdiente Silbermedaille, weil Hope auch schon seit jeher eine große Anhängerschaft hat. Und die Tracing-Technologie von BMC auf Platz 3 hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, hat die meisten, glaube ich, ein bisschen überrascht. Aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender, integrativer Ansatz. Letzten Endes haben es die User entschieden. Also wir als Redaktion oder die Industrie in Anführungszeichen hat keinen Einfluss darauf. 12.000 Leute haben abgestimmt und das sind eben die ersten drei Plätze. Finde ich, deswegen stellt sich auch eigentlich gar nicht die Frage, ob es verdient ist oder nicht. Aber Glückwunsch an die drei. Ja, würde ich auch sagen. Ich muss allerdings sagen, wenn wir auf die Plätze 4 bis 10 schauen, also wenn ich vorher gewettet hätte, dann hätte ich das EDC-Tool von OneUp noch eine ganze Ecke weiter oben gesehen, weil es für mich tatsächlich so eine der praktischen Sachen des letzten Jahres war. Ich fahre jetzt auch selber eins. Zur Info, wer es nicht kennt, das ist ein Mountainbike-Tool, was noch diverse andere Fächer und Funktionen bereithält und im Gabelschaft verankert wird. Das heißt, man kann es ganz simpel aus dem Gabelschaft rausziehen. Es ist komplett unauffällig, baut, glaube ich, außen nochmal so 3 mm höher und ist statt Kralle und Headkappe darin verankert. Erfordert, dass man seine Gabel mit einem speziellen Werkzeug von innen bearbeitet, damit da eine damit das Tool von oder die Befestigung eingeschraubt werden kann. Aber das, muss ich sagen, finde ich wirklich super clean und eine ziemlich coole Lösung und man braucht einfach kein Tool mehr. Und es ist so unauffällig, dass ich es tatsächlich letztens vergessen hatte, als ich einen Kettenriss hatte auf einer Tour und dachte, Mist, du hast ja kein Tool dabei. Und habe das Rad dann nach Hause geschoben, statt einmal in meinen Gabelschaft zu gucken. Das war so eine der ersten Touren mit diesem Gerät. Also man muss sich auch definitiv nochmal dran erinnern, dass man überhaupt ein Tool dabei hat. Aber das fand ich ziemlich cool.
Wie mit den Klickpedalen. Mit den Klickpedalen, da musst du dich zum Anfang auch dran erinnern, dass du die hast und nicht einfach so absteigen kannst. Ich habe mich ein bisschen gewundert, auch über tatsächlich den dritten Platz von BMC, das Trailsync. Muss gestehen, ich hatte noch nicht so viel davon gehört, der Name ist mir geläufig gewesen, aber die Berichterstattung darüber hielt sich dann doch irgendwie in Grenzen und von daher schon doch beeindruckend, dass so viele Leute dafür abgestimmt haben. Ich fand jetzt das angesprochene Tool, was Hannes meinte, das OneUp EDC Tool, fand ich jetzt auch eine ziemlich coole Sache. Ich glaube, ich werde mir sowas auch nochmal irgendwie zulegen. Ich glaube, Moritz, du willst die ganze Zeit irgendwas sagen. Oder war das Hannes? Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt aber dreimal so dabei sind. Atmen gehört. kam glaube ich nicht von mir. Okay. Aber das EDC-Tool von OneUp, also es ist einfach eine super coole Lösung, weil wie Hannes das gerade schon gesagt, du hast es halt immer dabei. Du musst nicht im Rucksack mit rumschleppen. Die Installation ist sehr, sehr unkompliziert und generell gefällt mir der Ansatz, die wichtigsten Sachen direkt am Rad zu verstauen. Gefällt mir deutlich besser, als immer einen gepackten Rucksack bereitstehen zu haben. Ist ja nicht nur OneUp, die sowas machen. Die machen es jetzt eben auf so eine sehr unkomplizierte Art und Weise, dass sich das im Prinzip jeder in das ins Steuerrohr bauen kann. Von Specialized gibt es ja auch schon seit Jahren die Spot-Lösungen in den Rahmen, also im Stump-Jumper und im Enduro, wo man dann eine Klappe mit Fach im Unterrohr hat und ein Kettenzeug und so weiter, alles am Rahmen integriert hat. Oder das wo auch so ein paar sehr coole Lösungen einfach direkt im Rahmen integriert sind. Also ich bin ein großer Fan davon, wenn ich Radfahren gehe, zum Beispiel nachher fahre ich ja 2 Stündchen, eine schnelle Runde und dann habe ich einfach nur eine Wasserflasche dabei und sonst nichts, weil ich den Rest am Rahmen dran habe. Und das ist schon eine sehr, sehr angenehme Lösung, finde ich. Wo hast du deine Luftpumpe? Meine Luftpumpe? Ich habe Tubeless. Brauchst du vielleicht trotzdem mal eine? Nimmst du nicht mit? Ja, für den Notfall, also jetzt bei einer kürzeren Runde, wenn ich hier zu Hause unterwegs bin, dann gehe ich tatsächlich das Risiko ein. Ich habe aber auch noch einen Schlauch mit CO2-Kartusche und Max Salami, alles schon zusammengewickelt. Daneben auch in der Jackentasche oder in der Bib mit Taschen dabei. Okay. Und kann da im Prinzip auch alles reparieren, wenn es sein muss. Also bis 1,5 Stunden nehme ich auch wirklich gar nichts mit. Also unter 1 Stunde nehme ich auch keine Flasche mit. Also bis 1,5 Stunden passt alles mit. Mit Tubeless habe ich auch selten Probleme. Also wie gesagt, das Tool halt. Also für die wichtigsten Sachen, also Kettenriss gehört für mich dazu, habe ich halt dann was dabei. Und tatsächlich habe ich hier zu Hause mit Platten sehr, sehr, sehr wenig. Also wir haben kaum Steine und darfst ja sowieso nicht im Wald fahren. Das stimmt. Tatsächlich darf man aktuell immer noch nicht im Wald fahren hier oben, weil der Sturm so gewütet hat. Ja, werden wir mal sehen. Was gibt's sonst noch? Lass uns mal über die Fahrräder des Jahres sprechen. Nicht nur hier über Innovationen, sondern Cross-Country-Rad, Trailbike, Trail-Hardtail, Enduro-Bike, Downhiller des Jahres. Kann man da die Ergebnisse zusammenfassen? Also Canyon ist traditionell stark vertreten. Bei den meisten Rädern gewonnen im Enduro-Bike, im Cross-Country-Bike, dann auf Platz 2 beim Trail-AM-Bike mit dem Spectral und das FRDH-Bike mit dem Sender. Also wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, haben sie außer beim Trail-Hardtail haben sie überall ein Rad vertreten. Und das spricht definitiv für eine ziemliche Stärke und einem großen Portfolio, was für viele Leute scheinbar sehr gut zu funktionieren scheint. Das Ding ist halt auch, die haben gar kein Trail-Hardtail im Angebot, oder? Genau. Sonst wären sie dort wahrscheinlich auch noch ziemlich weit oben vertreten, würde ich mal vermuten. Das könnte sein, ja. Könnte gut sein, ja. Eine Frage, die wir den Usern auch gestellt haben, ist ja, ein Rad von welcher Marke würdest du am ehesten deinen Freunden empfehlen? Und da ist Canyon eben auch auf Platz 1 vor YT und Specialized und das spiegelt eigentlich auch ganz gut wider, wie so insgesamt die Räder abgeschnitten haben. Also man sieht Canyon in vielen Kategorien sehr weit vorne, man sieht YT in sehr vielen Kategorien sehr weit vorne. Specialized ist auch relativ häufig vertreten, Santa Cruz ist relativ häufig vertreten. Ich würde sagen, das sind so
zusammenfassend die Gewinner der Bike-Kategorien. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich denke, bei Canyon hat es auch ein bisschen, oder wurde die Wahl durchaus noch ein bisschen dadurch verstärkt, dass sie kürzlich erst die neuen Räder vorgestellt haben. Oder was heißt kürzlich, aber vor einer Weile wurde Spectral vorgestellt. Das Sender ist aus dem letzten Jahr. Und dann, was gab es noch für ein Rad? Das Torque wurde auch neu vorgestellt. Alu-Sender wurde vorgestellt. Das war jetzt alles November, Dezember, also absolut vor gar nicht allzu langer Zeit. Die teilen das ganz gut auf, so über Zeiträume. Ne? Die machen nicht irgendwie alles nur einmal im Jahr, sondern das gibt es immer schön in Häppchen nacheinander, um so die Aufmerksamkeit immer relativ hoch zu halten in den Medien. Und wahrscheinlich hat das auch so einen gewissen Einfluss, also dass da so eine Omnipräsenz entsteht. Ja, es wird auch selten jetzt was zur Eurobike vorgestellt, beispielsweise von Canyon. Ja, letztes Jahr hatten sie irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das war, aber irgendeine Vorstellung gab es bei der Eurobike, aber eben auch nicht direkt auf der Eurobike, sondern auf ihrer eigenen Hausmesse dort. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ja, ich wollte gerade sagen, Canyon und Eurobike, das ist doch auch schon jetzt eine Weile vorbei. Vorbei, ne? Ja, aber wie gesagt, sie sind ja trotzdem vor Ort. Und haben ja trotzdem, sie stellen ja trotzdem was aus, nur halt nicht auf der Eurobike, aber während der Eurobike, also rein zeitlich gedacht. Ja, aber ja, tatsächlich, also das ist ganz interessant. Auch jetzt ganz brandneu YT, auch neu vorgestelltes Capra erst vor wenigen Tagen. Ja, da wäre es natürlich spannend gewesen, ob YT vielleicht nicht noch sogar einen Tick besser abgeschnitten hätte, wenn das Capra eben vor ein, zwei Monaten rausgekommen wäre. Mhm, ja, weil klar, das muss man eben bei den User Awards auch fairerweise dazu sagen. Es wurde von den Usern abgestimmt und das spielt natürlich auch rein, wie populär eine Marke ist. Also jetzt hier der Revo um die Ecke, der wird nicht so gut abschneiden wie Canyon. Da war er wieder, der Revo um die Ecke. Sagen wir mal, es ist kein Rewe, sondern irgend so ein Tante-Emma-Laden, den kein Mensch außerhalb des Bezirks hier kennt. Der würde natürlich nicht so gut abschneiden wie Canyon, die einfach omnipräsent sind. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber er ist jetzt nicht, dass es dem Award irgendwas an, oder der Marke irgendwas an Wertigkeit nimmt. Ja, stimmt. Große Überraschung beim Antrieb auch. Ja, das stimmt. Dieses Mal. Krass, ne? Also im Vergleich zu den letzten Jahren, was ist da passiert, Moritz? Was ist da passiert? Beziehungsweise erstmal, wer hat gewonnen? Platz 1 SRAM GX Eagle, Platz 2 SRAM XX1 Eagle, Platz 3 SRAM X01 Eagle. Also das Podium ist fest in der Hand des Adlers und fest in zwölffacher Hand. Und im Vergleich zu den Vorjahren, fehlt Shimano, die in den letzten Jahren auch immer mit auf dem Treppchen dabei waren. Und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr spannendes Ergebnis, dass SRAM mittlerweile den Antrieb so fest im Griff hat. Spiegelt ja auch in dem Sinne ein bisschen wider, dass die Leute die Schaltung nicht nur wegen ihrer Popularität irgendwie in den Medien oder so wählen. Das würde ja dann so eine XX1 auf den ersten Platz wieder schieben. Sondern dass die GX Eagle beispielsweise, glaube ich, für viele User einfach, viele Fahrer sehr interessant wird einfach. Also dass du eine 12-fach 400-Euro Schaltung hast und das im Prinzip eine relativ günstige Schaltung tatsächlich so vergleichsweise gesehen auf Platz 1 kommt, das spiegelt ja wirklich wieder, dass das Ding tatsächlich gefahren wird von den Leuten. Und das wird den Awards ja öfter mal vorgeworfen, dass viele Räder oder Produkte nach vorne gewählt werden, weil sie irgendwie halt nur sehr bekannt sind oder die Leute, die sie nicht so oft kennen. Aber ich finde, das spiegelt ganz gut wider, dass die Leute wirklich honorieren, okay, hier, die Schaltung funktioniert einfach gut. Und deswegen verdient auf der 1. Klar, auf jeden Fall. Ich finde, das sieht man hier ganz schön. Die SRAM XX1 Eagle auf Platz 2 ist sicherlich auch ein extrem gutes Produkt. Also eine der besten Schaltungen, die man sich aktuell kaufen kann, wenn man sie sich denn kaufen kann. Da haben wahrscheinlich viele für abgestimmt, die sich gedacht haben, boah ja, so eine XX1 Eagle ist schon der absolute Oberknaller. Aber das, was tatsächlich so für die meisten Mountainbiker das interessanteste Produkt ist, und das zeigt sich ganz klar auf Platz 1, ist die GX Eagle, also eine 12-fach-Schaltung, die jetzt kein monströses Loch ins Portemonnaie sprengt und dazu sehr, sehr gut funktioniert.
vielleicht ein bisschen schwerer ist als eine XX1-Eagle oder als eine XL1-Eagle, aber die im Prinzip dir dieselbe Leistung bietet, völlig verdient auf Platz 1. Ja, ich würde fast noch, also was mir so durch den Kopf gegangen ist, als ich mir das mal angeschaut habe, so die Ergebnisse, und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass gerade jetzt diese GX Eagle, die 12-fach, dass die so ein bisschen den Platz einnimmt, den irgendwie früher TM die Shimano XT hatte. Irgendwie dieses Allround preiswert, trotzdem gut haltbar. Nicht allzu schwer, auch nicht das Leichtgewicht. Einfach so ein guter Mittelweg aus so ziemlich allen Parametern. Ja, Shimano hat irgendwie den Fokus, glaube ich, heutzutage woanders. SRAM hat ja vor, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren so offiziell gesagt, Umwerfer, das war's für uns, das gibt's nicht mehr. Haben ihn, glaube ich, so in einem Video, gab's auch so eine Beerdigung oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, genau. Auf jeden Fall war die Ansage sehr eindeutig gewesen, dass es Umwerfer von SRAM im Mountainbike-Bereich einfach nicht mehr geben wird. Das haben die halt auch komplett durch ihre ganze Produktpalette durchgezogen. Shimano dagegen setzt halt weiterhin auf Umwerfer, zumindest bei den meisten Gruppen. Und Elektronikunterstützung. Genau, das, genau. Was halt bei Shimano eben noch anders ist, sie fokussieren halt ganz stark auch auf die Elektronik, also elektronische Schaltung. Ist halt sehr teuer. Ist teuer, immer hat noch. Wahrscheinlich auch ganz XT. Andere, die Zielgruppen sind wahrscheinlich auch mittlerweile ganz andere. Wenn man jetzt irgendwie so eine elektronische XTR, also XTR Di2, richtet sich wahrscheinlich eher an die, nicht an die Gravity-Fahrer. Und ja, SRAM guckt da einfach woanders hin. Vielleicht teilt sich das einfach auf, der Markt, zwischen den Gravity-Disziplinen und den Cross-Country-Marathon. Und entsprechend wird sich wahrscheinlich auch die Verbreitung der einzelnen Schaltgruppen aufteilen. Meine Vermutung, ich kenne jetzt die Marktzahlen irgendwie nicht, wie viel wovon in welcher Kategorie verkauft wird. Aber so das Gefühl kann man schon haben. Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage, SRAM macht gerade Mountainbike, oder wahrscheinlich lehne ich mich gar nicht aus dem Fenster, sondern ich sage jetzt einfach mal, SRAM macht aktuell im Mountainbike-Bereich Trail, Enduro, Downhill Freeride, auch Cross-Country, macht SRAM sehr, sehr viel sehr richtig. Ja. Und Shimano muss sich 2018 schon ein bisschen strecken, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Und es wird spannend, sowohl von SRAM als auch von Shimano, was wir jetzt im neuen Jahr alles zu sehen bekommen. Also egal, ob es in die Richtung Elektronik geht oder 12 Gänge von Shimano oder 13 Gänge oder was auch immer, da muss sich Shimano ins Zeug legen, oder? Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Es wird sich auch zeigen müssen, ob dieses Fokussieren auf die elektronische Schaltung, ob das die richtige Entscheidung war. Das weiß ich nicht. Ich habe so leichte Zweifel. Im Mountainbike-Bereich jetzt. Ich denke, auch rein aus dem Preis, vom Preis her gesehen. Also du bezahlst für eine XT Di2, die liegt, glaube ich, immer noch bei knapp 900 Euro oder irgendwie knapp 1000. Und da ist man halt schon bei einer XX1 Eagle dabei. Und ich glaube, das wollen einfach viele Leute nicht ausgeben, vielleicht unbedingt. Also ich bin... Siehe Platz 1 GX Eagle. Ja, genau. Also es ist einfach im Endeffekt, es ist auch eine Preisfrage. Wenn du für einen günstigen Preis ein sehr gutes Produkt bekommst, stellt sich ja halt die Frage, auch ich denke für viele Leute auch, die wollen gerne 12er fahren, für die stellt sich die Frage gar nicht, kaufe ich jetzt eventuell eine X01 Eagle oder eine GX Eagle? Also der größte Unterschied oder eigentlich fast der einzige Unterschied liegt wirklich im Preis und im Gewicht und in der Haltbarkeit. Oder die Unterschiede und die Haltbarkeit ist da fast ein bisschen zu vernachlässigen, weil einfach die beispielsweise die Kassette gar nicht so unfassbar viel kostet, wenn man die nach 2000 Kilometern oder 3000 Kilometern irgendwann mal wechseln muss. Und ich denke, das ist dann für die User nicht so wirklich super wichtig. Das ist ja auch genau wieder das, was ich zum Anfang meinte, so dieses GX Eagle, das einfach was man früher einfach, wo man früher eine XT für genommen hat. Ja, auch so dieses Dauerläufer, preiswert, nicht allzu schwer, eigentlich die perfekte Schaltung. Ja, für alle, die nicht aufs letzte Gramm gucken. Und genau das macht die Eagle auch, die GX Eagle auch. Genau. Ja. Unterhalten wir uns noch über den Mountainbiker des Jahres.
So, genau. um mal die User Awards und langsam zum Abschluss zu bringen. Wer ist es geworden? Trommelwirbel. Es ist Nino Schurter. Der Schweizer, der im World Cup, im Cross-Country World Cup letztes Jahr alles abgeräumt hat, was überhaupt geht. Und absolut verdient auf Platz 1. Also Wahnsinnstyp. Ist auch nicht nur auf dem Cross-Country-Bike schnell, sondern ist in allem schnell. Also ich denke, der würde sich mit ein bisschen Training auch in anderen Disziplinen weit oben platzieren. Ist einfach ein absoluter Allround-Biker, also ein perfekter Mountainbiker, kann man nicht anders sagen. Also absolut verdienter Platz 1. Das würde ich genauso unterschreiben. Total. Perfekte Saison. Hut ab. Ja. Platz 2, Danny McEskill, fand ich so ein bisschen überraschend. Also nicht, dass es kein cooler Typ ist, der unfassbar talentiert ist und tolle Videos produziert hat und auch so einfach eine extrem lockere und sympathische Art hat. Ich finde, 2017 war jetzt von ihm nicht so wahnsinnig viel zu sehen, deswegen hat es mich überrascht, dass er auf Platz 2 ist, aber er ist halt einfach auch extrem populär. Hat ja auch über die Jahre konstant immer geliefert und wahrscheinlich ist es das auch einfach, was den Leuten dann einfällt, wenn sie gefragt werden. Vielleicht ist es in dem Sinne gar nicht der Mountainbiker des Jahres oder in der Wertung des Mountainbiker des Jahres, sondern einfach in der Kategorie der Mountainbiker auf Platz 2. Ja. Das führen soll. Ich kann mich, glaube ich, auch dieses Jahr nur oder letztes Jahr nur an das Video mit den Felgen erinnern, wo er die Felgen zerdengelt hat von Santa Cruz. Ja. Ja, Rang 3. Oder wolltest du noch was zu Danny sagen? Ich wollte noch eine kurze Anekdote zu Danny McEskill erzählen, aber die kann ich Bitte. Vielleicht auch gleich erzählen. Erinnert mich dran. Ja, okay, dann erzähle ich sie jetzt. Und zwar letztes Jahr war ich beim Weltcup in Fort William, war ich da gewesen und bin heimgeflogen. Und wie es so nach einem Weltcup ist, siehst du halt danach, also montags, wenn das Rennen vorbei ist, siehst du am Flughafen unzählige Fahrer und Leute von den Teams. Und ich habe mir gedacht, ja, den ersten, den du jetzt siehst, gehst du nochmal hin, machst ein paar Fotos, so für Instagram und so. Und schaue mich um und es hat keine 2 Sekunden gedauert, bis ich jemanden mit dieser typischen Ewok-Fahrradtasche gesehen habe. Und gehe hin und merke, es ist Danny McEskill, der eigentlich gar nichts mit dem Weltcup in Fort William zu tun hat. Der war zwar da, hat sich das angeschaut, aber eigentlich niemand, den du jetzt montags nach dem Weltcup da erwarten würdest. Und klar, er war glaube ich, auch auf dem Weg nach München von Edinburgh aus, also aus Schottland. Und dann haben wir kurz geplaudert, war ein total netter Kerl, total locker. Einfach so ein Typ wie du und ich oder wie ihr und ich. Dann bin ich ans Gate weitergegangen und hatte irgendwie 2 Stunden Wartezeit, habe mich da hingesetzt, bisschen am Laptop gearbeitet. Und ja, so ungefähr 20 Minuten vor Abflug ist er dann endlich auch angekommen, weil er einfach alle 5 Meter von irgendwelchen Leuten angesprochen wurde, ob sie kurz ein Foto mit ihm machen können und ein Autogramm haben können. Also auch an einem Flughafen ist dieser Typ einfach so unfassbar populär. Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass es aktuell der, was so die breite Masse angeht, der populärste Mountainbiker unserer Zeit ist. Also auch ein Nino Schurter oder ein Aaron Gwynn würde, glaube ich, nicht so oft wiedererkannt werden. Ja, kann gut sein. Rang 3. Das war meine Anekdote. Aaron Gwynn. Was kann man zu Aaron Gwynn noch sagen? Also Monster and N, das wäre so mein Stichwort zu 2017. Ja. Das hast du ja auch ganz schön irgendwann nochmal letztens irgendwo reingebracht. Wahnsinnslauf im Regen und das kennzeichnet ihn, glaube ich, auch, dass er ein Wahnsinnsfahrer ist, der eine Strecke dann auch selbst bei so einer Witterung einfach perfekt lesen kann, seine Leistung perfekt auf den Punkt abrufen kann und dann mit dem nötigen Quäntchen Glück geht's halt ganz nach vorne. Also ich meine, das ist ja ganz witzig bei Aaron Gwynn, der liefert eigentlich fast jedes Jahr, liefert er irgendein Highlight, also entweder so eine Regenstrecke oder er fährt ohne Kette runter oder mit plattem Hinterreifen und teilweise gewinnt er dann noch. Also ich muss auch sagen, Podium kann ich definitiv unterschreiben, also wirklich absoluter Ausnahmeathlet ebenfalls. Ja, auf jeden Fall. Also,
Der Aaron Gwynn und ich, wir teilen ja so ein bisschen dasselbe Schicksal im Sinne von, wir gelten beide als Schönwetterfahrer und haben es dann einfach geschafft, im Regen die Leute so unfassbar zu beeindrucken. Also Monster in Einem 2017 von Aaron Gwynn, das ist einfach ein total krasser Lauf und auch insgesamt den Zweikampf, den er sich mit Greg Menard geliefert hat, war spannend wie lang nicht. Von daher vollkommen verdient auf dem Podium als in Anführungszeichen Repräsentant der Downhiller. Ja, wenn wir da jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter nach hinten schauen, fällt auf, dass erst auf Platz 8, und das wurde auch im Forum schon ein bisschen angedeutet, die erste Frau am Start ist, und zwar Yolanda Neff. Was sagt ihr dazu? Das spiegelt, glaube ich, einfach die Berichterstattung wider. Also in welchem Umfang über Männer Bericht erstattet wird, in welchem Umfang über Frauen, also sprich, welche Popularität die jeweils besitzen. Darf ich da mal kurz noch zwei Zwischenfragen einwerfen? Und zwar erstens, wie viele Athleten standen insgesamt zur Auswahl? Und zweitens, wie viele davon waren weiblich? Also so grob. Also es standen zur Auswahl, ungefähr 26, 27, irgendwie hatten wir sowas. Und an Frauen sind dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, tatsächlich 6 Frauen. Das ist, und, also so ein Fünftel. Das ist total interessant, weil genau dieses Verhältnis, ich habe es hier vorhin nochmal rausgesucht. Bei uns in der, exemplarisch in der Kategorie Interviews, bei uns im Newsbereich, bin ich mal die ersten Seiten durchgegangen und habe mal gezählt, wie viele Interviews wurden mit Männern geführt, wie viel mit Frauen. Und tatsächlich gibt es da auch ein Verhältnis von 20% der Interviews wurden mit Frauen geführt, die restlichen 80% mit Männern. Es waren immer 28 zu 6. Und ich glaube, das spiegelt sich zum einen in den Fragen oder in den Kandidaten wieder und den Kandidatinnen für diese Umfrage und zum anderen dann halt auch im Ergebnis. Das ist einfach exemplarisch für die Berichterstattung, die wir haben, die andere Medien genauso haben. Heute früh habe ich gerade im Bildblog gelesen, es gibt eine Untersuchung, da wurden 553 Sportberichte in österreichischen Online-Portalen untersucht und im Schnitt waren es 9% der Artikel, die von Frauen handelten und davon wiederum ein erheblicher Anteil, der einfach sexistisch war. Und ich glaube, das ist einfach total bezeichnend für die gesamte Medienberichterstattung. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie sexistisch berichten über Frauen, da konnte ich jetzt nichts finden und ich glaube, das hätte ich auch irgendwie schon vorher mal angesprochen. Aber es ist halt einfach immer noch so, dass die Anteile sehr ungleichmäßig verteilt sind. Und solange sich da nichts ändert, wird man halt auch mit solchen Ergebnissen irgendwie leben müssen. So schade, wie das ist. Man merkt das aber tatsächlich auch ein bisschen daran, wie das aufgenommen wird. Als Beispiel, wenn wir die Ergebnisse der Downhill World Cup Stationen veröffentlichen, sind die Frauen da einfach sehr unterrepräsentiert, was die Klickzahlen angeht. Und das ist schon sehr extrem. Wir machen einen Frauenbericht, wir machen einen Männerbericht und grundsätzlich kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass bei den Frauen weitaus weniger geklickt wird. Und so ist das. Und das heißt ja nicht, dass man das so hinnehmen muss. Dass man das ist schlechter und deswegen gebe ich mir jetzt da nicht mehr so viel Mühe oder berichte weniger. Nee, genau, so machen wir es ja nicht. Also ganz im Gegenteil, das sollte ja eigentlich Ansporn sein. Natürlich, klar. Also es ist ja auch so, gerade bei den World Cup Berichten, wir schreiben ja extra, die Frauen kommen extra in einen extra Bericht rein und die Männer kriegen eine Fotostory, die Frauen kriegen eine Fotostory. Und ich könnte mir nur, also ein Ansatz speziell, aber nur auf den Downhill bezogen, denke ich, ist vor 2 Jahren einfach so eine gewisse Müdigkeit eventuell eingetreten, weil Rachel Atherton einfach auch alles gewonnen hat und dadurch der ganze World Cup nicht so unglaublich spannend war, wie beispielsweise bei den Männern er meistens irgendwie spannend ist.
Anders kann ich es mir auch jetzt nicht so wirklich erklären. Also, ja gut, aber, guck aber mal, du sagst schon, das ist ja in anderen Sportarten auch so, dass es immer mal wieder Mannschaften oder Sportler oder Sportlerinnen gibt, die halt so nach Belieben irgendwas dominieren und trotzdem ist ja das Interesse ungebrochen. Weiß jetzt nicht, ob das so unbedingt gilt. Aber nicht unbedingt, ja, aber dann ist es meistens eine Sportlerin aus dem eigenen Land. Hm. Also ich könnte mir da vorstellen, dass es jetzt, wenn jetzt eine deutsche Downhillerin weit vorne wäre, ich denke, dann würde es tatsächlich einen extremen Schub geben. Das kann sein, ja. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, ja. Man muss an dieser Stelle aber auch anmerken, letztes Jahr so ein bisschen das, was Schurter in 2017 geschafft hat, nämlich alle Weltcups zu gewinnen und die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Dasselbe hat Rachel Atherton 2016 geschafft und sie wurde dann bei den User Awards auch auf Platz 3 gewählt. In der Kategorie Mountainbiker, Mountainbikerin des Jahres. Also es wird durchaus wahrgenommen. Ich glaube, es kommt jetzt dieses Jahr auch einfach noch so ein bisschen dazu, dass es dass einem nicht sofort eine Frau einfällt, die in ihrer Disziplin absolut alles dominiert hat, wie es zum Beispiel Nino Schurter dieses Jahr gemacht hat. Da würde mir am ehesten noch Cécile Rabanel einfallen, die in der Enduro World Series nahezu alles gewonnen hat. Aber die EWS hat eben nicht diese Aufmerksamkeit und diese Wahrnehmung, die andere Disziplinen haben. Hm. Aber klar, insgesamt ist es schon irgendwie bezeichnend, dass die erste Frau in der Abstimmung auf Platz 8 ist. Ja, liegt schade, dass es so ist. Auch, ja. Liegt aber auch an den Auswahlmöglichkeiten tatsächlich. Wenn man sich jetzt allein mal das Fahrerfeld anguckt, um nochmal auf den World Cup zurückzugucken, im Downhill World Cup. Du hast halt Dutzende Fahrer, die auch alle bekannt sind und von denen es Videos gibt und die irgendwie präsent sind. Und das Starterfeld der Damen ist einfach auch traditionell extrem klein im Vergleich. Und deswegen gibt es auch einfach, könnte ich mir vorstellen, einfach da auch weniger Geschichten zu den einzelnen Fahrern, weil es einfach auch gar nicht so viel Auswahl an verschiedenen Fahrern gibt. Und speziell im deutschen Bereich könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Aufmerksamkeit da eine ganze Ecke höher sein würde, wenn man halt wirklich eine superschnelle Fahrerin mal vorne mit drin hätte. Und ich glaube, das würden sich auch einfach viele Leute wünschen. Aber da würde ich jetzt einen riesen Fass aufmachen, wenn wir jetzt diese ganze Förderungsgeschichte ansprechen würden. Aber ja, ich denke, das ist auch einer der Gründe. Ja, na, ich würde mir wünschen halt, dass die Berichterstattung zumindest zahlenmäßig auch ein bisschen mehr weggeht von diesen nur 20%, dass man halt da, ich weiß nicht, ob es möglich ist, 50% zu erreichen, aber zumindest sollte man das anstreben, einfach so, diese Gleichberechtigung eben sich dort auch widerspiegelt. Und im nächsten Schritt würde ich mir halt auch sehr doll wünschen, dass im nächsten Jahr eben auch nicht nur der Mountainbiker / die Mountainbikerin des Jahres gewählt wird, sondern es wird der Mountainbiker des Jahres gewählt und es wird die Mountainbikerin des Jahres gewählt, einfach in zwei verschiedenen Kategorien. Ja, machen wir auch. Und das wäre einfach deutlich gerechter, denke ich. Finde ich gut, ja. Hm. Dann kommt auch die Diskussion in dem Fall gar nicht auf. Ja, es ist einfach unglücklich, das zusammen zu würfeln. Aus den Gründen haben wir gerade genannt, die Leistungsdichte ist eine völlig andere, der Umfang der Berichterstattung ist ein völlig anderer. Und so gesehen ist es dann halt auch einfach ein Stück ungerecht, beide am Schluss zusammenzuwerfen in eine gleichberechtigte Abstimmung, wenn das ganze Jahr über davor eben keine Gleichberechtigung geherrscht hat. Und da könnte man zum Beispiel schon mal anfangen und Sachen verbessern. Ja, ist dann die Frage, ob es mittel- bis langfristig so gut ist, die beiden Kategorien zu teilen oder ob man deswegen erst recht Frauen und Männer in einer vor allem leistungsdominierten Sportart gegeneinander antreten lässt und dann letzten Endes schaut, also jetzt in einer perfekten Welt, wo beim Mountainbiker und der Mountainbikerin des Jahres wirklich auf die, genau, Erfolge geschaut wird. So müsste es ja eigentlich sein, aber klar, da spielt jetzt die Popularität auch noch mit rein. Genau, und da hast du das. Das ist einfach das Problem. Mediale Präsenz und so weiter. Das ist das Ding einfach. Und das solange wird schwierig, das daraus zu bekommen. Genau, und solange es dort halt kein Gleichgewicht gibt, kannst du es eben auch in den Abstimmungen nicht haben, denke ich. Ja. Ja, auf jeden Fall ein ziemlich wichtiges, relevantes Thema, was jetzt auch nicht einfach von heute auf morgen mit einer Abstimmung lösen lassen wird, aber wäre cool, wenn es stärker in diese Richtung gehen würde. Das sind uns, glaube ich, alle einig. Ja. Mhm. Gut, nächstes Thema. Haben wir da noch Zeit?
Ja, es geht. Also ja, wir sind jetzt schon eine ganze Weile dran. Ja. Ich hatte eben nämlich eine schöne Überleitung, und zwar als es um Aaron Gwynn auf Platz 3 geht beim Mountainbiker des Jahres, und zwar das neue YT Cupra. Und werden wir Aaron Gwynn in 2018 auch auf einem YT Cupra im Downhill-Weltcup sehen? Denn YT hat letzte Woche, Ende der Woche, das neue Cupra präsentiert, als 27,5 Zoll Version und als 29er Version. Neue Rahmengrößen gibt's in Aluminium, gibt's in Carbon, und ja, ist ein scheinbar ein ziemlich potenter Hobel. Auf jeden Fall. Also ich könnte mir sogar World Cup technisch da Modifikationen vorstellen. Also wenn mit so einem Rad, dann mit dem neuen Cupra, lang, flach und ja, einfach sehr, sehr potent, wie du schon gesagt hast. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da, dass sowas mal sinnvoll wäre für Strecken, die nicht ganz so extrem sind, dass das funktionieren würde, auf jeden Fall. Und ja, wurde es gerade angesprochen. Ja? Hat ja auch eine Freigabe für eine Doppelbrückengabel. Ja. Mhm. Und du hast jetzt eine XXL-Version, das ist auch neu. Du hast einen langen Reach, also der geht jetzt ich will auf 500 oder über 500. In XXL. Mittlerweile, genau. Und ja, das bringt es auf jeden Fall. Also nicht so krass wie jetzt zum Beispiel ein Pole oder ein Nikolai Geometron oder ein Mondraker, aber sie sind schon gewachsen. Und die Sitzrohre sind kürzer geworden. Das heißt, auch ich bin so ungefähr 1,84 groß. Ich habe eigentlich wenn ich mir einen XL-Rahmen kaufen will, dann habe ich oft das Problem, dass mir das Sitzrohr einfach ein bisschen zu lang ist und dann im Weg ist bei der Abfahrt. Deswegen bleibe ich dann größtenteils bei L. Und YT hat jetzt konsequent die Sitzrohre gekürzt, was auch eigentlich meiner Meinung nach in Zeiten von Dropper-Sattelstützen mit 170 mm Verstellbereich eine sinnvolle Sache ist. Ja. Und so kann ich jetzt auswählen, will ich ein Rad in L, was vielleicht ein bisschen einen etwas kürzeren Radstand hat, einen kürzeren Reach hat, ein bisschen agiler und wendiger ist, oder will ich XL fahren? XXL würde mir vielleicht von der Höhe sogar auch noch passen. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine coole Sache, dass man jetzt die Wahl hat. Auf jeden Fall, ja. Und was ich beim aktuellen Cupra tatsächlich auch gut finde, das wurde ja auch von Jens schon thematisiert, dass es auch optisch ziemlich aus einem Guss ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Räder von YT vor ein paar Jahren, die fand ich lackierungstechnisch wirklich, wirklich schwierig. Da gab es so Schwarz-Weiß-Varianten mit vielen farbigen Ecken beim Downhiller, und das war mir alles ein bisschen zu unruhig. Also das wirkt jetzt schon sehr aus einem Guss. Zusätzlich hast du so Rahmen, Gummischützer in Rahmenfarbe, und alles wirkt einfach irgendwie sehr, sehr solide und trotzdem auffällig bis dezent, je nach Lackierung, und muss ich sagen, haben sie einen guten Job gemacht. Also gefällt mir sehr gut, das Rad. Ja, designtechnisch auf jeden Fall. Also da kannst du dir Details anschauen und es passt einfach alles. Also du erkennst ja auch mittlerweile, egal ob es jetzt das Cupra oder das Jeffsy oder das Tours ist, du erkennst einfach, dass es ein YT ist. Ja. Definitiv, also. Eigentlich ähnlich wie bei Canyon, wo du auch eine klare Designsprache, eine klare Formsprache hast, wo die Räder sozusagen die Corporate Identity transportieren, hat man das bei YT auch, und da muss man einfach sagen, dass es schon stark ist, wie weit YT sich da in den letzten Jahren entwickelt hat, und das Cupra ist das beste Beispiel dafür, finde ich. Was haltet ihr denn davon, dass YT sich dazu entschlossen hat, auch gerade wurde beim Jeffsy auch schon vorgestellt, dass insgesamt gar nicht so stark auf die Zwölffachschaltung oder gar nicht auf die Zwölffachschaltung von SRAM gesetzt wird, sondern auf diese 11-Plus-Variante von E13. Also 11 Gänge und dafür aber eine sehr, sehr große Übersetzungsbandbreite mit, ich weiß nicht, 511%. Ich habe gerade 11 gesagt. Deswegen, ich habe gerade 11 gesagt, deswegen auch 11 plus. Ja. Also 11 Gänge, aber auch plus 11% im Vergleich zu 500% von der Eagle. Mhm. Für einen All-Mountain-Enduro-Bereich finde ich es total in Ordnung. Die Gangsprünge werden natürlich noch mal ein Stück größer als bei einer Eagle. Aber du hast eben diese große Übersetzung. Ich glaube, preislich ist es auch relativ attraktiv, die E13-Kassette.
wiegt nicht besonders viel und ist auf jeden Fall eine interessante Option. Denke ich auch. Das ist einfach dem Preis geschuldet, dass man da diese E13-Kassetten nimmt. Die Gangsprünge sind natürlich größer, ist klar, aber ich glaube, dass der durchschnittliche Fahrer, der sich so ein Bike kauft, einfach bergan, also die Leistung nicht bergan bringen möchte, sondern bergab, und das ist einfach ein Stück weg egal, schlussendlich, wie die Abstufungen sind. Ja, er muss jetzt nicht, oder sie muss jetzt nicht auf Zeit den Berg hochfahren und guckt halt auf feine Abstufungen. Von daher ist das ein ziemlich cooler Move. Von gerade Leute. Im oberen Bereich, ja, denke ich, ist das gar nicht so wild. Deswegen, ja, das denke ich auch, das ist völlig okay, das ist eine pragmatische Entscheidung und finde ich gut, finde ich völlig in Ordnung. Ja, sind wir uns einig. Ja, absolut. Sind wir uns einig. Wunderbar. Ja, was noch? Kein Flaschenhalter. Schönes Rot. Kurze Abstimmung. Das schöne Rot, ich finde das Rot so geil. Das ist schön. Ja, kein Flaschenhalter. Wurde kein Flaschenhalter. Ein paar User, ja, angemerkt. Ja, kann ich verstehen, dass man das kritisieren kann, wenn man es kritisieren will. Kann aber auch jeder für sich entscheiden, ob es ein relevanter Kritikpunkt ist. Für mich ist es keiner, weil ich auch aktuell ein Fahrrad ohne Flaschenhalter fahre. Ich habe meine Trinkflasche immer hinten in der Bib drin. Siehst du, ich wollte dich gerade ansprechen, weil du vorhin gesagt hast, du nimmst eine Trinkflasche mit beim, ja, Fahren. Aber okay, hast du dich nochmal, ja, gut gerettet. Ja, ja, hab ich rausgeredet. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, nee, also ein Flaschenhalter ist ihnen wichtig. Hm. Ja, kommt einfach auf die persönlichen Vorlieben an. Bei einem Rad mit so viel Federweg, was ja so sich auf der Schnittstelle von Enduro und Freeride bewegt, denke ich, kann man es verschmerzen. Aber klar, gibt es auch Leute, die sich drüber aufregen und die sagen, ja, nee, das ist ein K.O.-Kriterium für mich. Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Aber so viele. Aber es ist halt kein Tourenbike, also von, genau, daher, du brauchst es nicht zwingend. Das ist halt ein Racebike in erster Linie und da wirst du einfach meistens einen Rucksack anhaben, also. Denke ich auch, die werden sich das schon vorab überlegt haben und die Abwägung getroffen haben für und wieder eines Flaschenhalters. Und das ist okay, denke ich, dass sie den da weggelassen haben. Lasst uns mal die User richtig nerven. Lasst uns einfach, ja, keinen dran bauen. Ja. Was ich gern noch mal irgendwann sehen würde, die Idee von YT für ein Cross-Country- oder Marathon-Bike, was die sich so vorstellen würden, wie sowas aussieht. Das fehlt mir bei denen in der Produktpalette so ein bisschen. Naja, vielleicht können wir ja im Facebook-Beitrag zu diesem Podcast einfach YT verlinken und sagen, hey, hört mal zu, schöne Räder, aber baut dem Markus mal bitte für seine Berliner Touren da so einen Cross-Country-Marathon. Bitte, nur den Markus. Ja, und dann geht's ja bei denen rund. Ich meine ja jetzt einfach nur aus Firmensicht ist das ja auch ein Riesenmarkt, den man irgendwie für sich erschließen könnte. Ja, also von daher. Ja, kommen wir von unseren Hauptthemen zu ein paar anderen Themen. Halt. Nein, Hannes. Ja, bitte. Ganz kurz eine Frage noch. Wie hat euch das Video gefallen, was YT zum neuen Capra produziert hat? Super. Kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Ja. Idee auf jeden Fall gut. Mal YT-typisch brechen sie wieder eigentlich aus eingefahrenen Strukturen diverser Werbevideos komplett aus und produzieren einen sehr kreativen Kracher in für Bike-Videos oder für Werbevideos nahezu epischen Länge von über 12 Minuten. Und es passt auf jeden Fall zu YT, dass sie da auch wieder einfach den außergewöhnlichen Weg gehen. Und auch den außergewöhnlichen Weg gehen, dass sie dieses Video zusammen mit einem Bild ganz am Ende von einem Video von den neuen Rädern vor der Veröffentlichung des Artikels lancieren. Und ich finde es auf jeden Fall war eine spannende Sache, das mal so zu machen oder so zu sehen. Ja, definitiv. Gerade noch so der Aspekt, dass das Video ist ja Donnerstagabend online gegangen und mit den Infos zum Rad durften wir erst Freitagmittag an die Öffentlichkeit treten.
Und Donnerstagabend, als das Video rauskam, da saß ich gerade mit ganz vielen anderen Leuten und Laptop beim Abendessen und habe so gesehen, hä, YT hat ein neues Video auf Facebook, über 12 Minuten lang, machst es mal an. Und die Leute in den Kommentaren rasten schon vollkommen aus. Und dann saßen wir alle da, haben uns das Video angeschaut. Da waren auch viele Leute dabei, die wussten, dass das Rad demnächst rauskommt und die tief in der Industrie verwurzelt sind. Und danach haben sich dann alle so gefragt, so, was war das denn jetzt? Also, wieso und weshalb und warum? Und wieso ausgerechnet jetzt? Und ist da ein Praktikant aus Versehen auf den falschen Knopf gekommen? Sehr wahrscheinlich nein. Aber die Leute haben auf jeden Fall drüber geredet. Also von daher, ja, alles richtig gemacht. Auf jeden Fall, ja. Ja, gut. Kommen wir jetzt zu den kleineren Themen. Das haben wir schon genug gelabert. Genau, kommen wir zur Frage der Woche. Die kommt von Markus. Markus, schieß los. Genau, meine Frage der Woche. Ich habe mitbekommen, dass gerade Olympische Winterspiele sind. Nein, ihr habt es natürlich auch mitbekommen, Olympische Winterspiele. Und mich würde interessieren, schaut ihr euch das an? Guckt ihr euch Live-Übertragungen an? Guckt ihr euch Zusammenfassungen an? Interessiert euch das überhaupt? Hannes, du bist, glaube ich, so ein Sport-Allrounder und guckst dir auch, glaube ich, viele Sachen an. Ich würde mal vermuten, du schaust dir auch die Winterspiele an, oder? 1, 2, 3! Ja, klar. genau, also ich schaue mir die aus Zeitverschiebungsgründen schaue ich mir natürlich nicht alles an. Also ich stehe nicht extra dafür in der Nacht auf, aber da ich in ist dem ja nicht Bereich... Formel 1. Nee. Also Formel 1 schaue ich tatsächlich gar nicht, aber ja, Olympische Spiele schaue ich mir eigentlich sehr, sehr regelmäßig an, was nicht zuletzt auch daran lag, dass ich durch mein Sportstudium halt sehr, sehr viele Aspekte der einzelnen Sportarten mitgekriegt habe. Natürlich noch mehr aus dem Sommersportbereich, sage ich mal, als im Wintersport, aber ich gucke schon sehr viel. Also jetzt gerade, ich muss mir jetzt nicht jeden Langlaufwettbewerb reinpfeifen, aber es gibt sehr viele spannende Sachen. Auf jeden Fall ist wieder gerade Nathalie Geisenberger wieder Gold geholt im Rodeln. Die Bobfahrer sind ich jetzt Bock verstanden. Ja, ich habe auch Bock verstanden. Also Nathalie Geisenberg, neue Wok-Weltmeisterin. ja, auf jeden Fall. Also ich gucke da schon sehr viel. Auch krass, wie Laura Dahlmeier gerade komplett steil geht beim Biathlon, schon 2 Goldmedaillen geholt. Und ja, ich bin auf jeden Fall drin. Schön. Und Moritz? Mhm. Ich bin nicht so drin. Ich schaue an sich ganz gerne Wintersport. Ich habe immer so ein etwas komisches Gefühl, wenn ich so Skispringen oder Biathlon oder so schaue. So kalt, ne? Dann, nee, das nicht mal. Also auch, aber wo ich mich dann frage, ja, wie wäre es eigentlich, wenn man statt Biathlon so sonntags, mittags zur besten Sendezeit auf praktisch allen Sendern, wie wäre es eigentlich, wenn man da mal eine coole Sportart zeigt, die auch junge Leute anspricht. Aber gut, so ist es halt. An sich habe ich schon einen sehr, sehr großen Respekt vor der Leistung, die Athleten da bringen. Gerade jetzt auch dadurch, dass ich viele Mountainbiker kenne, die versuchen, die Sportart professionell auszuüben und weiß, wie unfassbar schwierig das in Deutschland ist. Mhm. Klar, wenn die Sportart olympisch ist, dann sind da nochmal ein bisschen mehr Fördergelder oder man hat die Chance auf eine Förderung. Aber es ist insgesamt ein extrem schwieriger Weg. Deswegen Respekt an die ganzen Leute. Ich schaue es mir gerne an zum Abschalten. Die Ski-Alpin-Wettbewerbe finde ich immer mega spannend. Würde ich jetzt nicht extra für aufstehen. Die sind ja, glaube ich, um 3 Uhr morgens gerade aus Südkorea. Aber ansonsten auch so Curling oder so finde ich immer mega. Ist geil, oder? Curling ist ja so geil. Ja. Ja. Und am liebsten mag ich es immer 50 Kilometer Langlauf, wenn dann so auf den letzten Kilometern die Rotzfahnen runterhängen und gefrieren. Du, das kenne ich vom Radfahren auch. Das ist. Oh. Ja. Ja, siehst du, ich gucke mir das meistens nicht live an, einfach so aus Zeitgründen oder aus Zeitmangel. Habe aber schon eigentlich tagsüber immer ein Browserfenster offen, wo ich sehe, was aktuell gerade los ist. Und wenn es mal mit Twitter vorbeiscrollt, dass gerade irgendwas extrem spannend ist, dann suche ich mir auch schnell mal einen Livestream. Ja.
Aber so im Großen und Ganzen bin ich, glaube ich, nicht so der krasse Olympia-Freak und muss jetzt irgendwie alles sehen. Das ist auch nicht der Fall. Aber auf jeden Fall natürlich immer mal eine willkommene Abwechslung. Ja, das auf jeden Fall. Okay, was haben wir noch? Frage der Woche ist abgefrühstückt. Schaut, was ich gekauft habe. Nächste Rubrik. Was haben wir gekauft? Ich habe mir tatsächlich auch mal wieder etwas Größeres gegönnt, und zwar einen Banshee Prime Rahmen und eine M-Repair Ribbon Gabel. Ich bin beides noch nicht gefahren vorher. Soll mein neuer 29er werden. Vorgestern aufgebaut am Wochenende und aktuell, ja, wir wissen schon, Waldsperrung. Also A ist der Wald tatsächlich immer noch gesperrt wegen des Sturms und auf der anderen Seite bin ich immer noch relativ angeschlagen und deswegen fahre ich aktuell nicht, aber ich freue mich schon sehr drauf. Also das wird ein gutes Fahrrad. Und bei euch? Du bist doch auch so ein gesetzestreuer Mensch. Der Waldsperr, ja, finde ich krass, dass du das, dass du das aushältst. Tatsächlich. Was willst du öffentlich anderes sagen? Ich würde ja wahnsinnig werden. Ich habe mir nicht so richtig was gekauft. Das Einzige, was mir eingefallen ist, ist ein Handtacker. Ich habe einen Keilrahmen und ein Stück Leinwand und die musste aufgezogen werden und dazu habe ich mir einen Tacker gekauft. Habe das schon mal bereut, dass das ein manueller Tacker ist, der wirklich mit Muskelkraft bedient wird. Und nicht per App. Und ich glaube, nächstes Mal kaufe ich mir gleich einen elektrischen Tacker, der einfach nur noch einen Knopf hat und die Kraft alleine aufbringt. Aber er funktioniert, von daher tolle Anschaffung, gerne wieder. Cool. Ja, cool. Da haust du aber auch jedes Mal einen raus. Erst der Schleifstein, jetzt der Handtacker. Bin gespannt, was wir in zwei Wochen von dir hören. Man könnte denken, ich bin handwerklich irgendwie begabt. Oder? Nächste Woche kommt der selber getöpferte Pizzaofen irgendwie im Garten. Ja. Ich habe lange überlegt, aber ich habe mir in letzter Zeit nichts gekauft, also in den letzten zwei Wochen, außer jetzt so Kleinigkeiten und Banalitäten. Nee. Finde ich gut. Finde ich gut, dass du dich dem widersetzt, diesen Konsumzwang. Ich bin ja furchtbar. Ich bin naja, hat ja erst mal ein Auto gekauft. Ja, das stimmt. Das mal abbezahlen. Ja. Kannst du die nächsten 12 Monate hast du ja schon hier. Ja, schaut, was genau. Ich gekauft habe. Abo. Ja. 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 Hassposting des Monats. Haben wir eins. Genau, wir Hannes. Haben, es ist eigentlich kein Hassposting, sondern du hast es gefunden und es ist eigentlich ein kurios lustiger Post. Und dann haben wir tatsächlich noch ein Love-Posting. Und trotzdem möchten wir das Hassposting oder den Hassposting-Jingle natürlich abspielen. Markus, hast du ihn da? Das Love-Posting. Nee, das war das Falsche. Posting des Monats. Die Top 3 der schlechtesten, fiesesten, miesesten Postings auf MTB News. Präsentiert vom MTB News Podcast. Moritz, lies doch mal vor. Von User Burns. Das Hassposting des Monats von User Burns. Die Hauptfrage ist doch, kann man mit einem Super-Enduro noch Freeriden gehen? Oder muss erst die Lücke über das Mega zum Giga-Enduro geschlossen werden, um überhaupt frei sein zu können? Und was passiert, wenn der Trail denkt, ich bin ein Enduro und der Fahrer denkt, ich bin ein Freerider? Gibt es dann eine Teilchenkollision aus subatomarer Ebene, die den Track für immer in einen downhill-lastigen Flowtrail mit Cross-Country-Charakter verwandelt, der ohne Boost-Plus-Achse nicht mehr gefahren werden kann, ohne dass man die Druckstufe 11 Klicks zugedreht hat? Und kaum hast du das Abenteuer gerade so gemeistert, fängt die Highspeed-Zugstufe an zu schmollen, weil du schon so lange nicht mal in ihr rumgefummelt hast. Und das zu Recht. Als nächstes meckert deine alte Stahlfeder über die neue ach so leichte Affäre zur Luftkammer, in die du immer dein Ventil schraubst. Und ganz zum Schluss werden die Gummis auch immer dicker und man spürt gar nicht mehr so viel wie früher. Als Reaktion auf das neue Whitey Capra. Fand ich super. Also wunderschön, kreativ. Ja. Genau. Fand ich wirklich super. Ist auch keine Ironie oder Sarkasmus, ich fand's super, Punkt. Deswegen war das Intro vielleicht dann doch falsch, weil das ist natürlich kein Hassposting. Ich find's auch cool, wenn sich jemand so viel Mühe gibt.
Und das ist halt auch witzig. Gerne mehr davon. Mhm. So, und jetzt haben wir noch ein Love-Posting. Kannst du den Love-Posting-Jingle jetzt bitte abspielen? Das Love-Posting des Monats. Die Top 3 der nettesten Kommentare auf MDB News. Ja, und ich muss mal etwas näher ans Mikrofon gehen. Denn das Love-Posting der letzten zwei Wochen, sagen wir es mal so, kommt von Tura Kiel und er schreibt, auch zum Capra-Bericht, mal ganz unabhängig vom Rat, was für ein super Bericht. Da wird nicht nur alles in den Himmel gelobt, sondern ehrliche Kritik geübt und das i-Tüpfelchen ist der Hinweis auf die Einladung zu diesem Test. Von mir eins mit Sternchen für Grinsekater. Weiter so. Im Ernst, das ist Lob, das hört man total gerne, sowas geht runter wie Öl. Absolut, ja, großartig, wirklich. Dankeschön. Deswegen haben wir uns das auch ausgepickt, weil es ist tatsächlich relativ selten, dass ein Lob so ausgesprochen wird. Also die Mäkel-Fraktion ist immer traditionell etwas größer vertreten. Und ja, ich finde, so in den letzten zwei Wochen war die Stimmung aber schon eher positiv. Finde ich cool. Ja, macht Spaß, positive Kommentare zu lesen. Die klar, das Tage ist jetzt werden länger, das ist einfach, ja, das merkt die Sonne man. Ist öfter rausgekommen, ja. Wirklich. Das ist ja, echt deswegen gehe ich auch gleich Radfahren. Ach, in meinem legalen, nicht gesperrten Wald. Okay. Ja, nee, aber ja, finde ich echt cool. Also so ein bisschen mehr Positivismus. Ja, tut uns allen gut. Auf jeden Fall. Und damit ja, Moritz jetzt Ende auch relativ Podcast. Zügig Fahrrad fahren kann. Ja, so ziemlich Ende Podcast. Und genau, wir haben, apropos Podcast, wir haben noch einen kurzen Ausflug in unser Forenthema Kein Thema, wenig Regeln. Und das Thema lautet auch Podcasts. Und zwar wollen wir noch ganz kurz mal anschneiden, wenn wir schon einen Podcast machen, was hören wir selber eigentlich für Podcasts? Und den Anfang macht mal Markus. Ich denke, er ist auch der Podcast-Erfahrenste bei uns und hat deswegen wahrscheinlich sehr viele empfehlenswerte Podcasts für uns. Bitte halt dich kurz, ich will Radfahren gehen. Oh, jetzt könnte ich dich voll rein. Nein, also ja, Podcast höre ich tatsächlich schon seit 2005, glaube ich. Ist eine Weile her. Habe aber mittlerweile echt nicht mehr so viele Podcasts im Player, weil mir einfach die Zeit fehlt, die zu hören. Früher bin ich immer noch viel gependelt mit der S-Bahn, mit dem Zug. Da hatte ich Zeit en masse. Das ist jetzt alles ein bisschen knapper geworden. Deswegen beschränkt sich das eigentlich so auf zwei Themen, die ich in meinem Podcast-Player habe. Das eine sind so Politik, Medien im Großen und das andere ist ja, Nerd-Kram. Fange ich mal mit dem Nerd-Kram an. Da höre ich extrem gern Omega-Tau-Podcast. Ist ein deutsch- und englischsprachiger. Also es gibt Episoden in Deutsch, Episoden in Englisch. Und es geht um Wissenschaft, um Technik, um Engineering, um Softwareentwicklung, um Finanzwesen, um Tiere, also alles ganz wild durcheinander gemischt, aber halt immer mit der gehörigen Portion Nerdismus. Es gibt zwei Interviewer, einen Interviewer, eine Interviewerin, die sind immer extrem gut vorbereitet, haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und fahren halt hin oder holen sich Gäste, die wirklich Bescheid wissen über ein spezielles Thema. Und dann geht es da rund zwischen, ich würde sagen, einer Stunde und acht Stunden gibt es ja, alle Episoden und man lernt unglaublich viel. Kann ich absolut empfehlen. Der andere Nerd-Podcast, den ich recht gerne höre, auch wenn ich ihn schon mal viel lieber gehört habe, ist die Freakshow, ehemals Mobile Max, wo sich halt im Zwei-Wochen-Rhythmus ein paar Leute treffen, die sehr technik-computeraffin sind und einfach mal sich das Blaue vom Himmel runtererzählen. Also es geht halt einfach um Internet, um Apple-Geräte, um Bitcoin, um ja alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat, kann man auch mal reinhören. Und ja, die Leute, die sich sowieso für das Thema interessieren, die kennen den wahrscheinlich auch schon. Das andere große Feld, was ich mit Podcasts beackere im Sinne von Podcast hören, sind ja, Politik, Medien im größeren Sinne. Da habe ich jetzt mal vier exemplarische Podcasts rausgesucht. Der erste ist Die Lage der Nation. Das ist ein relativ neuer Podcast, gibt es seit, ich glaube, 2 Jahren, jetzt anderthalb Jahren.
sind zwei Leute, ein Journalist vom Deutschlandfunk, glaube ich, und ein Richter vom Amtsgericht irgendwo in Berlin oder Kammergericht, keine Ahnung. Und die unterhalten sich wöchentlich über die aktuelle Lage der Nation. Zwar nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern gucken auch mal ins Ausland. Sehr interessant, sehr fundiert, sehr unaufgeregt. Kann man eigentlich nur empfehlen. Gibt es nicht weiter viel zu sagen. Dann höre ich noch gern Logbuch Netzpolitik. Wie der Name schon sagt, geht es dort hauptsächlich um die Netzpolitik. Etwas weniger unaufgeregt als Lage der Nation, aber trotzdem sehr interessant und unterhaltsam, wenn man in dem Feld unterwegs ist. Und zu guter Letzt schaffe ich leider nicht jeden Tag zu hören, auch wenn es den jeden Tag gibt, zumindest jeden Werktag, ist Deutschlandfunk der Tag. Eine schöne Zusammenfassung des jeweiligen Tages, so 20 Minuten lang ungefähr, auf wenige Themen beschränkt, aber auch mal ein bisschen mit Hintergrund, kann man eigentlich auch uneingeschränkt empfehlen. Nächster. Ja. Hannes. Schön, ja. Ich bin nicht eingeschlafen. Ich habe gespannt zugehört und das klingt auf jeden Fall nach ein paar Tipps, die hier auf jeden Fall, wo ich mal reinhören werde. Ich habe tendenziell drei Podcasts, die ich aktuell höre. Der erste, und das teile ich mir mit Moritz, ist Fußball MML. Ist tatsächlich ein Fußball-Podcast, der aber nicht davon lebt, dass er so super spannend die Spieltage der Fußball-Bundesliga und den internationalen Geschichten frönt, sondern da geht es tatsächlich um viel Wortwitz von Micky Beisenherz, der generell ein sehr lustiger Charakter ist. Und dazu kommen für die Leute, die halt wirklich gern Fußball gucken, irgendwie kommen ganz fundierte Kommentare noch von Mike Nöcker und Lukas Vogelsang, das sind die anderen beiden, dafür steht auch MML, Micky, Mike, Lukas. Und das ist durchaus empfehlenswert und insgesamt einfach sehr lustig. Flugsteig A40, Briefmarke auf den Arsch. Moritz weiß Bescheid. Sag ich dazu nur. Und was? Ja. Flugsteig A40, Briefmarke auf den Arsch. Weißt du? Die Episode hast du bestimmt nicht gehört. Nee, das sagt er jedes Mal. Ach so. Weiß Moritz auch. Ja, weiß ich auch. Ja. Der zweite, den ich jetzt schon, ja, der ich, der schon, den ich schon sehr lange höre, ist Sträter bin der Streberg. Das ist ein Medienpodcast mit Thorsten Sträter, den kennen manche vielleicht, ist ein Kabarettist. Hennes Bender, ebenfalls Kabarettist, und Gary Streberg, Drehbuchautor, die drei behandeln leider nur einmal im Monat größere Themen und handeln eigentlich alles ab, was mit Filmen, Fernsehserien, Computerspielen, Hörspielen zu tun hat, und das Ganze auf eine sehr gewohnt lustige Art ist immer sehr hörenswert, dauert auch Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, findet sich unter anderem auch bei iTunes und auch bei YouTube, man kann ihn auch zugucken, die haben öfter mal ganz lustige Kostüme an. Hennes Bender macht sich da auch regelmäßig zum Affen und das Ganze ist wirklich sehr gut. Zu guter Letzt habe ich den Talkomaten, das ist ein relativ neues Format von Spotify. Da klingt relativ, ich finde den Titel nicht so wirklich gelungen, aber es sind immer sehr spannende Gespräche, die rauskommen. Es werden von einer Stimme Themen vorgegeben und zwei Prominente, die sich vorher nicht gesehen haben, unterhalten sich zu diesen Themen. Das sind dann so kuriose Zusammenkünfte von Casper und Jürgen von der Lippe zum Beispiel oder Meckes, dem Rapper Meckes und Michaela Schäfer oder Oliver Polak und Anna-Maria Mühe. Also ganz, ganz verschiedene Charaktere aus der Film-, Musik-, Fernsehwelt. Und das dauert immer so eine Dreiviertelstunde und ist jedes Mal oder fast jedes Mal sehr hörenswert. Da gibt es jetzt 6 Episoden von und soweit von mir. Moritz. Ich bin nicht so der Podcaster. Ich höre sehr gerne Fußball MML. Ich höre sehr gerne Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Und ich höre sehr, sehr gerne den Podcast von unseren Kollegen, Konkurrenten Vital MTB. Auch immer sehr hörenswert, wenn man des Englischen mächtig ist. Interessante Gäste, coole Themen. Also alles anders. Das sind die Podcasts, die
ich gerne höre. Und wir merken, vielleicht werde ich mal die Fahrrad fahren. Ich möchte gerne Fahrrad fahren gehen. Ja, aber hey, eine halbe Stunde können wir noch machen. Ja, aber wenn euch dieser Podcast gefällt, dann habe ich eine Spitzenidee. Und zwar, dann könnt ihr uns ja vielleicht eine Bewertung bei iTunes dalassen, oder? Hey. Was haltet ihr davon? Eine super Idee. Macht das. Das hilft uns weiter. Bewertet uns am besten mit 5 Sternen. Wer uns mit 5 Sternen bewertet, der kann auch was gewinnen. So haben wir es auch beim letzten Mal versprochen. Ein Gewinn aus unserer Secret Box in der MTB News Redaktion. Wir haben den Gewinn ausgesucht. Wir haben aber noch den oder die Gewinnerin nicht gezogen. Das werden wir jetzt nachholen und ja, wahrscheinlich dann im Artikel bei MTB News bekannt geben, also dem Artikel zu diesem Podcast. Schaut da einfach dann nochmal rein, beziehungsweise ihr habt dort schon reingeschaut, wenn ihr den Podcast hört. Ich kann verraten, um was es sich handelt bei dem Gewinn. Nein! Soll ich's verraten? Weiß nicht, oder? Doch, weiß nicht, ja. Ich hab mich gerade nochmal vergewissert, dass das auch noch da ist und sich noch keiner irgendwie sonst geschnappt hat. Und zwar gibt es ein signiertes Trikot von Johannes Fischbach. Verlosen wir unter allen Reviewern bei iTunes seit der vergangenen Folge. Wie gesagt, wer das ist, wer den gewonnen hat, das lest ihr in dem Beitrag zu dieser Episode. Und keep it coming, bewertet fleißig weiter. Wir werden auch in 2 Wochen wieder irgendwas Cooles verlosen. Also bleibt dran. Genau, bleibt dran, damit sich der Disclaimer, Markus dann einen elektrischen Handtacker kaufen kann. Genau, den brauche ich nämlich unbedingt. Und wie Moritz letzte Episode schon gesagt hat, wir verlosen natürlich nur unter den Leuten, die 5 Sterne geben. Nein, natürlich nicht. Mindestens. Bewertet uns ehrlich, das ist uns viel wichtiger als irgendwie immer nur 5 Sterne zu bekommen. Aber wäre natürlich schon cool, wenn wir 5 Sterne von euch bekommen. Ein Thermomix holt er sich in 2 Wochen wahrscheinlich, der Markus. Genau. Oh, Thermomix. Genau, ich werde auch noch einen Link einbauen, direkt zu iTunes in den Artikel. Und dann habt ihr es nicht so schwer und müsst das nicht per Hand raussuchen. Kommt ihr direkt zum Bewertungsformular. Ja. Und wer bis zu diesem Punkt jetzt gekommen ist von dem Podcast, dem können wir nur sagen, Dankeschön und herzlichen Glückwunsch, dass ihr so lange mit uns ausgehalten habt. Allerdings. Und ja, in dem Sinne, wir schauen mal, wie sich so die Länge so einpendelt, aber es gab einfach auch viel zu erzählen irgendwie dieses Mal. Und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Moritz wird endlich jetzt Fahrrad fahren. Moritz, los, raus mit dir. Mann. Ist ja nicht auszuhalten. Und dann verabschieden wir uns mal. Ich sag tschüss. Wir hören uns bald wieder. Genau. Moritz, ja, ich sage auch viel Spaß beim Fahrradfahren. Moritz ist schon weg. Und zieh die Schoner an, ne? Und fall nicht hin, bitte. Okay, ich versuch's. Ja. Also dann. Ob das geklappt hat, werdet ihr in 2 Wochen erfahren. Genau. Alles klar. In diesem Sinne. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.